Vor einigen Wochen hätte man sich noch über jeden Regentropfen gefreut und in manchen Regionen sagt man, hey, danke, es reicht mit dem Regen, ein bisschen Sonne wäre jetzt mal ganz nett. Es wird aber in den nächsten Tagen immer wieder Regen geben. Grüße Sie und grüße euch zum Wochenstart. Und wir schauen uns mal die Niederschlagsmengen an, die bis übermorgen, bis Mittwoch 24 Uhr voraussichtlich fallen werden nach dem amerikanischen GFS-Modell. Fast alles findet im Südwesten statt, im Nordosten bleibt es meist trocken. Und das europäische EZMWF-Modell berechnet rund um Baden-Württemberg, vor allen Dingen Norden Baden-Württembergs und im Nordosten NRWs, mehr Regen als das amerikanische GFS-Modell. Einig sind sich beide Modelle mit dem wenigen bis keinem Regen im Nordosten. Dafür kann es hier am und ab Donnerstag wieder Schauer und Gewitter punktuell dann auch wieder mit viel Regen geben. Das schauen wir uns aber im Teil 2 des Wetters an mit der 7 bis 10 Tage Vorhersage. Starten wir mit der Woche und dem Regengebiet, das von West-Niedersachsen diagonal bis Bayern und in den mittleren Alpenraum reicht und in die Ostalpen, lokal mit Überschwemmungsgefahr durch den intensiven Regen, den wir in der vergangenen Nacht und auch gestern hatten. Bis zur Mittagszeit regnet es in diesem Streifen weiter. Westlich davon haben wir Wolken, Sonne und einzelne Schauer. Östlich davon viel Sonnenschein, vor allen Dingen im Nordosten. Und dieser Sonnenschein wird sich immer weiter über die Elbe dann westwärts ausbreiten. Aus dem Regengebiet des Vormittags wird dann so ein Schlons aus Wolken, Sonne und noch ein paar Schauern. Und das Regendreieck von Württemberg bis Franken und in die Alpen rein schrumpft immer weiter zusammen. Die Temperaturen erreichen im Regen 13 bis 19. Mit Sonne 20 bis 26 Grad und wir haben weiterhin den kalten Wind, der am Nachmittag ein bisschen nachlässt und im Wind fühlen sich die Temperaturen auch deutlich kälter an. Am Dienstag, sprich morgen, haben wir immer noch Regen rund um Württemberg, Bayern, dann von der Ostschweiz über Vorarlberg und Tirol bis in die Tauern rein. Sonst kommt die Sonne heraus. Im Nordosten ist es sonnig. Vom Stettiner Haff und von der Ostsee ziehen ein paar Wolken immer weiter Richtung Deutschland rein. Die lockern zwar im Laufe des Tages auf, schirmen aber die Sonne ab. Derweil zieht sich die Sonne auch auf die Nordsee. Hier wird es richtig schön. In den übrigen Gebieten haben wir eine Mischung aus Wolken, immer mehr Sonne und noch ein paar Schauern und Gewitter. Und man höre und staune, in Teilen von Bayerns und Baden-Württembergs kommt am Dienstag dann endlich mal die Sonne zum Zuge. Am Gardasee ist es ebenfalls sonnig. Hier bei bis zu 27 Grad, ähnlich im Nordosten mit viel Sonnenschein. Dort, wo das Gewölk nur zögerlich auflockert, sind es um die 17 Grad. Schauen wir kurz noch auf den Mittwoch. Der wird spannend für den Südwesten. Hier zieht eine Kaltfront auf, erst mit Gewittern, dann mit intensivem Regen. An der Kaltfront sind dann die Gewitter unterwegs. Im Nordosten bleibt es sonnig, im Regen ist es kühl, mit Sonnenschein sommerlich warm.